So, Freunde, wir sind mal wieder auf unserer wunderhübschen Müllmachschleife. Und heute machen wir was ganz Besonderes. Wir sind nämlich heute zu Gast bei der Nürburgring Driving Academy. Und da darf natürlich kein geringer fehlen als unser Freund Lord Schleife, Andy Gülden. Moin! Alles klar? Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, schön, immer. Danke für die Einladung. Ja, das ist unser Headquarter zumindest mal für die Müllmachschleife. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und dann starten wir dich mal schön aus. Die Freunde hier wissen ja noch gar nicht, was wir machen heute. Hast du Rasenmäher? Hast du zwei Rasenmäher besorgt? Wir haben zwei schnelle Rasenmäher, weil du ja jetzt hier auch zu Hause bist. Ja, auf genau. Der Müllmachschleife. Wollen wir dich mal ein richtiges Rennauto fahren lassen? Wir haben den Winter über neue Autos bekommen, frisch von der Rennstrecke, jetzt hier für die Driving Academy und du darfst das Geil. Auto testen. Ja, da freue ich mich drauf. Dann gucken wir doch mal. Kommt mit rein. So. What I'm writing is weighty. Call me Esso or Bevenberg. They knighting me lately. Stand where the light is. Feel the light and delighted. And maybe I'm getting grown. Nothing wrong with Bible and Bailey's. I open up the text. Got my mind closer off the edge. Handsystem habe ich vom Herrn Gülden gerade bekommen. Das ist ein Formel-Handsystem. Ist hier nämlich der Winkel anders. Also mit dem Handsystem, was ich habe, kannst du nicht in einem Formel-Auto fahren. Warum nicht? LMP3 geht oder ging, aber. Weil du liegst mehr in einem Auto und deswegen brauchst du hier einen anderen Winkel vom Handsystem. Aber der Herr Gülden ist natürlich vorbereitet und hat alles am Start. Einmal wie ein Profi aussehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt zeig ich mal die neuen Fahrzeuge. Oh. Oh. Was sind das denn? Sind das Formel 4 Autos oder? Ja. Das sind Formel 4, das sind Tattoos, Chassis, Kohlefaser, Monocoque. Wir haben einiges so ein bisschen dran modifiziert, damit wir auch wirklich Eventkunden hier locker mitfahren lassen können. Angefangen von einem anderen Headrest, wie du siehst, aus Kohlefaser. Ein bisschen schmaler gemacht. Wir haben vorne am Frontflügel nochmal ein bisschen zusätzliche Aero draufgepackt, damit wir auch einfach Downforce erleben können. Und am Ende, ja, 455 Kilogramm. Und dann funktionieren 160 PS auch schon ganz gut. Ja, und man muss ja sagen, Formel 4 Autos, das sind ja quasi, das ist ja eigentlich die Klasse, wo du als junger, talentierter Fahrer nach dem Go-Kart reingehst. Und die Burschen, die machen einen richtig geilen Motorsport mit. Ganz genau, also die besorgen sich da richtig, ne? Die 15-, 16-jährigen Jungen. Da geht es immer richtig zur Sache. Deswegen, wir sind happy, dass wir die Autos jetzt so bekommen haben. Am Ende ist der größte Unterschied, dass wir jetzt einfach auch mit Pedals. Wir haben eine Fußkupplung. Auch da gab es die Überlegung, ob wir auf Handkupplung umbauen, aber wir wollen es auch einfach handelbar halten. Und die Kupplung brauchst du gleich eh, nur zum Losfahren und zum Anhalten. Wie viele habt ihr von den Dingern? Wir haben die magische Zahl 13, ja, die Glückszahl 13. Also sehr gut, also ist auch ein bisschen Material da. Ja, wir haben genug Ersatzautos für heute am Start. Ja, ich hoffe, wir brauchen keine. Hier kann ja eigentlich jeder fahren, ne? Genau, das ist das Motto, ja, Motorsport für jedermann. Wir sind so ein bisschen die Eventabteilung ja hier am Nürburgring für fahraktive Events. Und das ist das Coole, dass wir das ja wirklich für jedermann möglich machen. Und du kannst dir vorstellen, es ist eine geile Party, wenn der Kegelbruder das vom Verein geschenkt bekommt und bringt den ganzen Kegelverein mit. Ja, da ist hier richtig was los. Genau. Ich würde sagen, wir drehen erstmal zwei, drei lockere Röhnchen. Wir haben Slicks drauf. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, ob ich da überhaupt reinpasse, oder? Ja, ja, bestimmt du. Ich passe auch rein, dann kannst du Verstecken spielen. Da schmeiße ich meinen Kadaver mal da rein. Da kommt direkt Formel 1 Feeling auf, sage ich euch. Oh ja, hier ist aber echt, hier ist auf jeden Fall mehr Platz drin als in dem LMP3 Auto. Ja, kann ich die Pedale noch irgendwie ranholen? Nee, aber du kannst mal mit dem Orschel ein bisschen weiter reinrutschen. Ja, und jetzt kommen wir mit dem Körper ein bisschen vor. Kriegst ein kleines Kissen für den unteren Rücken. So sollte es eigentlich ein bisschen angenehmer sein. Wir haben jetzt die Startnummer 7 mal rausgeholt. Wir haben unterschiedliche Fahrzeuge, was die Pedalstellung tatsächlich angeht, vorbereitet. Wir haben eine kleine Startnummer, hat eine kurze Pedalstellung, große Startnummer, langes Auto. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Also ist das jetzt quasi so die Mitte. Korrekt. Ja, kannst mal das Lenkrad drauf machen. Ja, fühlt sich schon mal gut an. Ist halt ganz anders, als wir normal sitzen, ne? Du, das ist, du sitzt in der Mitte. Ja, das ist ja für die allermeisten neu. Ja, du hast kein Dach über dem Kopf. Du siehst die Räder, du siehst, was du machst. Das war immer das, was ich früher wollte. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal in einem Tourenwagen gesessen habe, da habe ich die ersten Rennen immer gesagt, bitte Dach abflexen und Antrieb nach hinten und Sitz in die Mitte. Ich meine, so ein LMP-Auto lasse ich mir auch mit Dach noch gefallen. Finde ich auch ganz geil, dass die Entwicklung da so hingeht, ne? Dass so viele Teams gerade im LMP3, LMP2-Bereich. Ich meine, der Witz ist ja auch, dass ein LMP3-Auto deutlich günstiger ist als GT3, ne? Ja. Das darfst du eigentlich auch keinem erzählen. No, 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 no
ganz andere Baustelle. Ganz andere Baustelle. Du hast mehr Platz als im LMP3-Auto. Du hast hier, Lenkrad ist irgendwie hier so an den Oberschenkeln. Ist halt immer so ein Thema bei diesen ganzen Monocoque-Fahrzeugen. Du brauchst eigentlich einen angegossenen Sitz. Ist aber auch egal. Es macht unheimlich viel Spaß. Es ist richtig geil, speziell zu fahren. Aber es ist echt cool. Ich kann es euch nur empfehlen. Ihr müsst das mal machen. Das ist so cool. So stellt man sich halt Motorsport vor. Das ist für mich ein Rennauto. Was auch krass ist, guckt euch mal an, wie eng das da unten ist. Also ich bin froh, dass ich meine Schuhe dabei habe. Das ist nicht ohne. Also mit normalen Turnschuhen ist eher schwierig. Hier links ist die Kupplung, da ist die Bremse und hier hat das Gaspedal. Die braucht ihr nur zum Anfahren und den Rest dann hier mit links bremsen. Was hier ganz angenehm ist, da deine Beine gerade runterlaufen, ist nicht so wie beim Cup-Auto, dass du da so schräg drin sitzt. Das ist schon echt geil. Formel-1-Auto noch weniger Platz. Ja, Kinder, hier sind wir onboard mit dem Formel-4-Auto unterwegs, aus der Gutierkehre raus, geht's hier den Berg hoch. Es ist wirklich ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Seit 300 Jahren so ein Auto nicht mehr gefahren. Ich glaube 98 oder so das letzte Mal. Hier durch Schumacher-S dann anbremsen. Obacht, auch hier kein ABS. In Klein Monaco rein. Links über die Kuppel drüber. Schön auf den Zünder. Geht natürlich super gut mit so einem Formel-Auto. Hier anbremsen. Rechts abbiegen und feuerfrei. Die gerade runter wieder zur Gutierkehre. Sehr, sehr geiles Gefühl. Das ist echtes Racing. Nicht ganz einfach zu fahren. Die Sitzposition ist sehr speziell, da muss man sich dann dran gewöhnen. So, hier anbremsen, schön und früh auf den Pinsel. Ah, bisschen auf die Curbs. Bisschen verhalten unterwegs, wollte dem Andi natürlich auch kein Mülleimer zurückbringen. Geil! Also wirklich richtig, richtig gut so ein Stuhl. Ne? Tolle Autos. Wir sind zu Recht ein bisschen stolz drauf. Die alte Flotte hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, natürlich. Was waren das für Autos? Das waren Formel BMWs. Auch tolle Autos, aber da musstest du halt noch die Hand wegnehmen zum Schalten. Hier funktioniert das ja mit den Pedals. Das ist total geil, ne? Das ist wirklich gut. Ja, es harmoniert sehr gut und du kannst dich halt auch nicht mehr verschalten. Trick ist natürlich aber trotzdem der, dass du früh schalten musst, zumindest das Runterschalten. Vielleicht gemerkt, wenn du das ein bisschen vorsichtig machen willst, dann fängt es auch an zu bocken. Genau, und das ist ja einmal ein bisschen verpennt, da kann man direkt mit dem Arsch. Genau, das sind halt auch dann die Zeichen, wo wir beide auch wissen, hey, das ist ein richtiges Rennauto. Es ist nicht zum Langsamfahren gebaut. Nee, gar nicht. Also richtig geil, es macht so einen Spaß. Und es sagt, ihr habt die Möglichkeit, selber mal so ein Auto zu fahren. Checkt mal den Link ab, zieht euch das mal rein. Das ist auf jeden Fall mega geil. Der Andi, der macht seine Sache gut, ist ein lustiger Zeitgenosse. Wenn ihr Bock habt, gerne mal reinziehen. Eine Frage habe ich noch. Was ist da für Motor drin? Da ist der Abarth-Motor drin. Das ist ein Turbo-Motor mit 1,4 Liter. Also aus dem Fiat 500 Abarth-Dings. Genau. Das ist ja auch das Schöne, dass das Motörchen relativ klein, kompakt ist. Du kannst den Motor sehr tief im Auto verbauen. Dadurch ergibt sich ja eben dieser tiefe Schwerpunkt. Und das macht sich im Handling halt in der Balance extrem bemerkbar. Das Auto liegt wahnsinnig gut, hat einen relativ langen Radstand, aber dafür Schumacher S, Michael Schumacher S da hoch, Länge läuft. Ja, also ja klar, also es ist wirklich geil, es macht unheimlich viel Spaß. 455 Kilo, 160 PS und dann der Schwerpunkt, ja, Pushrod-System, also wie ein richtiges Rennauto. Andi, vielen, vielen Dank. Es hat einen Mordspaß gemacht. War der Wahnsinn. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Wir machen alles. Taxi müssen wir auch noch fahren. Taxi auch sehr gerne. Taxi, Green Hell Beast fahren wir auch noch. Haut rein. Danke, Andi. Gerne.